Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück zu einer Folge Spiel des Lebens. Geil. Schon, Ich nehme 3. Alter, die Musik, ey. Grün, ich fäng an. Ja, komm schon, abdrehen, drehen, drehen, drehen. Geil. Wie grün, der steht bei mir rot. Weil jeder muss drehen. Komm, lass mich anfangen, ich habe eine 5. Ach komm. Easy Game. Aber niedrig drehen war ja gut. Jetzt zeig uns mal, wie man richtig lebt. Ja, ich bin eine Dame von einem reichen Haushalt und versuche natürlich erstmal zu studieren. Dann versuche ich einen Mann zu finden, der mich schwängert und dann ganz viele Kinder werfen. Das ist mein Ziel. Das ist dein Ziel im Leben? Ja, ich bin eine aufgeklärte Frau. Disco-Fieber. Und gehst du erstmal in die Disco? Ja, und da suche ich mir erstmal natürlich ein Knorke-Männchen raus. Bram ist natürlich weiblich, hatte ich gesehen. Deswegen muss ich mir natürlich jetzt irgendeinen nehmen. Nehme ich einen mit Bart oder nehme ich einen... Nee, Sepp hat auch einen Bart. Ich nehme von mir den Sepp. Den gut aussehendsten, ja. Auf jeden Fall. Er hätte ja Christian nehmen müssen. Der höchste Dreh erhält... Ja, also ach komm! Das ist doch gar nicht so schlecht. Nein! Damit kann ich doch leben. Erstmal 50k verdient. Du hast schon ein halbes Studium finanziert, ey. Nice. Mit einmal tanzen gehen. Im Disco. Im Disco-Kampf gegen Sepp. In der Disco. Mhm. Also stimmt mir dazu. Beim Tanzbattle oder was? Uni ist wichtig, weil da gibt's die meisten Drogen und den meisten Sex. Hahaha. So. Let's rock. Also du bist eher so der. Die. Also. Ach, die. Bram, ach, die. Den die? Meisten Sex kriegst du bestimmt nicht, wenn Diesel, du irgendwie so Industriemechaniker divers oder sowas studierst. Nee, dann nicht, aber... Außer natürlich, du magst Männer. Wobei von Männern dominiert, also... Du findest Familienhaus-TV. Obwohl, ja gut, stimmt. Ist, cool. Ist ja weiblich. Mein Fehler. Ja, Sammy natürlich. Wow, Zahle. Frank. Danke. Das kann ich dir endlich sagen. Frank. Wow. Ich weiß nicht, wie der Junge heißt, den wir da im Keller haben. Ich glaube, der ist Paul. Der gute Paul. Jawohl. Ach komm. Und die beiden kriegen, ey. Den anderen kann ich gerade nicht. Ich bin einer, der Rick nimmt. Hier, ich bin Dame von Welt und ich nehme und nehme und nehme. Geben gibet nicht. University, alle sind so studierte, hohe ja, man sagt ja, man manche sagt ja, geben und du nimmst. Die Universitätsleute werden da die ganzen Gebildeten. Ich habe einfach Bock auf Party. Geschmeidige 4, das ist gut. Nee, ich verstehe das nicht. Geschmeidige 6 raus. Das ist aber scheiße, ich will nur möglichst niedrig. Ja, Camaro. Camaro. Lieblingsauto? Fiat Panda. Ja, aber du restaurierst einen Oldtimer, ja? Oh, ach, scheiße. Was ist das so teuer? Der, wieso zahle ich gleich direkt Panda Pleite. 50k? Ja, ich zahle auch direkt nochmal. Oh, what? Für... Davon kann ich mir 10 Fiat Panda kaufen. So eine Ente mit so einem 6- oder 8-Zylinder da drin. Hat man ja, das ist gut. Ja, alle mussten zahlen, ey. Alle mussten bluten. Wow. Gott, das ist so teuer. Ja, während ich, des Studiums kann man ja auch schon mal eben sich entschließen, ein Auto zu restaurieren. Also weißt du, wenn alle studieren würden, ne, dann wird ja keiner mehr arbeiten. Ich gehe den normalen Berufsweg, ich tue was fürs Volk. Sepp will wieder billigste nehmen, schön gratis. Da stand gratis dran, dann muss ich natürlich Bauer werden. Bauer! Oder nice, Stuntman. Sepp. Ich werde natürlich Bauer, weil Bauer sind der Rückgrat für unsere Bauern sind der Rückgrat von unserem Gespräch und unserer Kommunikation. Bauer ist richtig. Ein ganz schön herablassender Begriff, die heißen Landwirte. Ja, eins! Ja, das stimmt, ist tatsächlich. Finde ich nicht. Ich hätte voll Bock, wenn ich ein hier größeres Grundstück hätte und so klar, weiter. Zahl erstmal. Dann hätte ich echt Bock, ein Bienenvolk zu haben. Das wäre echt cool, ne? Also, es haben auch in der Stadt mehrere Leute. Kannst du halt nicht aufs Dach stellen? Ja, dann werden die geröstet. Du brauchst schon ein bisschen mehr Platz. Wer hat mir denn erzählt? Mein Friseur. Du kannst über, wie heißt denn das, ackerhelden.de oder so, kannst du dir ein Stück Acker mieten, dann kannst du das bepflanzen. Echt? Geil. Cool. Tierarzt! Ja, das passt schon mal zu einer Dame. Kannst du aber nicht. Oh, Anwalt. Der verdient natürlich ein bisschen besser. Also wenn du da einen richtigen Anwalt triffst und mit dem heiratest. In der Rolle bleiben und mehr Geld verdienen.
Da muss ich ja noch Anwältin von Welt. Mehr Geld. Oh Gott. Dankeschön. Ja, nee, aber so ein. Aber Problem ist halt drehen. Echt aktuell, Bienen sind halt echt am Arsch. Ja. Dreht ihr erstmal die neuen Schade. Es gibt halt auch immer weniger Anbaufläche, wo halt du von wo die Bienen halt vernünftig sammeln können, weil die ganzen Äcker immer weniger Blumen halt zulassen. Deswegen geben wir in Holland so viel Blumen, weil die so viel Tulpen haben. Ja. Bienen. Ja, aber das Problem ist halt, dass die aktuell super viele Seuchen und Krankheiten haben, die im Kabin. Ach du Scheiße. Tatsächlich stehen mehrere. Habt ihr das von China gehört? Habt ihr das von China gehört? Wie die das mittlerweile machen müssen? In China hatten die damals wohl zu viele Spatzen. Und daraufhin haben sie einfach gesagt, okay, wir rotten irgendwie die Spatzen aus. Und jetzt haben die fast keine Spatzen mehr. Ich tu mal was für die Umwelt. Da die aber keine Spatzen mehr haben, haben sich die Insekten unfassbar vermehrt. Und dann haben sie sich gesagt, jetzt haben wir zu viele Insekten, spritzen wir ganz viele Pestizide. Blöderweise haben sie das nicht gecheckt, dass dadurch dann natürlich auch die Bienen hops gehen. Jetzt müssen die alle per Hand bestäuben. Geil. Ach du Scheiße. Dann heißt, ich habe am Bild gesehen, die stehen da wirklich an so einem Apfel- oder Kirschbaum oder sowas und bestäuben mit so einem Pinsel jede einzelne Blume mit so Leitern. Familie des Jahres schon. So ja, richtig smart. Ja, du bist gerade im Studium fertig. Ja, direkt. Aber richtig abgerüstet. Mit Hand zu bestäuben, kann man nicht einfach mit so einem Flugzeug darüber fliegen und einmal ablassen. Nee, du musst ja untereinander bestäuben. Untereinander. Da gibt's ja die Bienen, die Arbeit verrichten. Oder Hummeln oder was auch immer. Pfiffige Pfannkuchen. Boah, der Lieblingspfannkuchen. Lieblingspfannkuchen ist immer noch Speck, Käse, Paprika. Ja. Mit Kirschen, so mit geilen Kirschen. Mit geilen Apfel. Mit Maden. Ja, wenn du die billigen da aus dem Supermarkt kaufst, wo überall Maden drin sind, kann ich auch nichts für. Ja. Ich esse die von meiner Mama vom Baum. Die sind super. Deine Mama vom Baum wird mit Sicherheit auch ganz viele Maden drin haben. Ja, hatten die nicht dieses Jahr. Ach, dieses Jahr. Oder Pflaumen haben wir auch. Schon geil. Geld ist auch ganz schön geil. Pflaume habe ich auch und ich bin Anwältin. Statuen, geil. Wir zocken erstmal eine Runde. Scheiße, da musst du wieder so hart klicken, ne? Statuen ist immer nice. Gegen Bram ist das aber schwer, der gewinnt halt immer. Ja, der ist echt gut. Weiß nicht, wie der das macht. Der hat wahrscheinlich irgendwie so ein... viel besser. Muss einfach klingen. Kida. Jetzt mit der linken Hand halte ich die Maus fest, mit dem rechten Zeigefinger tippe ich. Ja, mache ich ja auch. Ach komm, ich hab... Scheiße, Mann, Bram ist so knapp dran, ey. Puh. Alter, komm, 9,2. Belastend. Na gut, gegen Bram kann man halt verlieren. Da ist er halt saustark. Ein Huni. Ja, ein Huni nehme ich trotzdem, ne? Ach ja, stimmt, das ging ja, wie weit du gehst. Ich kann das aber nicht nehmen. Hä, warum kann ich das nicht nehmen? Ja, gib mir das. Ist okay. Hallo, Linksklick. Oh, ja, okay. Jawohl. Gönnung. Die Gönnung. So, hau mal rein. So, komm, hau mal wieder eine 10 Bitch, raus. Ah, ne, doch nicht. Ey, ja, ich verklag dich. Ja, mach das doch. Ist trotzdem eine Anwaltsbitch. Unverschämt. Ich finde Anwälte gut. Spende an den Tierschutzverein. Ja, bestimmt nicht eine Katze. Aber nenn dein Lieblingstier. Krebs. Nenn dein Lieblingstier, bestimmt. Einsiedlerkrebs. Einsiedlerkrebs, was? Ja. Ja, ich habe an den Einsiedlerkrebsverein gespendet. Boah, direkt mit einer 10 Alter, Bram, ey. Du musst aber viel Bram, vor du willst also jetzt doch fix heiraten. Warum voll der Über. Ich bin schon schwanger. Ich schon vorher. Oha. Du bist schon schwanger von dir. Das ist aber problematisch. Wie willst du das deiner Ehefrau dann erklären? Ja. Ja, hey, die hat mich so kennengelernt, ja. Das ist, da wackelt so. Cool. Da wackelt. Und dann hat die gesagt, Hä? Nice. Ah. Mutter sah mal wieder aus, wie abgestürzt. Schön mit meinen Löckchen. Da geht direkt hardcore weiter hier. Nee, das waren die Geschenke. Was das waren? Das ist richtig gesagt. 7. Ey. Aber 7 ist ja auch schon nicht schlecht. Mit großen Schritte ab in den Urlaub. Flitterwochen. So, nenne deine Lieblingswebsite. IT Bram.
Ja, IT-Service, Bram. RussianGayPorn.com. Aber du bist doch eine Frau. Also, ach, da drauf ja, steht ihr. Gucken Frauen keine Pornos? No, das ist einer von denen. Aber die Gay-Pornos, weil du ja gerade gesagt hast, RussianGayPorn.com. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Nee, ich wollte nur deinen Fetisch halt wissen. Jeder hat doch einen Fetisch. Ja, Gehirnchirurg, also da sehe ich mich auf jeden Fall. Ganz will ja keiner werden. Also schön mit einer Pinzette im Kopf rumpuffeln. Tut das weh? Gönnung. Spüren Sie das? Guck mal, Christian dreht extra Runden hier. Ganz Schilder 1 hier. Christian weiß, wie es läuft. Aha! Ich einen Tierschutzfall, nenne dein Lieblingstier. Ich spende für die Pinguine. Pinguine sind super. Okay, was kriegen wir jetzt? Auch wenn ich nicht direkt 20.000 nach meinem Studium spenden würde, weil das wäre krass. Naja, du bist ja Gehirnchirurg, ne? Kannst ja schon einfach einen Kredit aufnehmen für Spenden. Ja, aber ich habe ja noch kein Gehalt gekriegt. Besten Karateschlag. Wer von euch hat denn mal Karate gemacht? Hat Bram nicht mal Kampfkunst gemacht? Ich hab Kondo gemacht nur. Ja, guck mal, das zählt. Okay, Bram, dein besten Karateschlag. Hab ich schwarzen Gürtel. Okay, mach. Chop, chop, mach ich auch noch. So. Chop, chop, mach ich auch noch. Chop, chop. Ja! Zucchini schneiden. Chop, chop. Oh, nee! Jawohl! Jawohl, Geld! Belastend. Ja, wiii! Wenn man geht direkt voll ab mit der 10. Heftige Sache. Ich glaube, du kommst richtig weit. Oh. Nice. Ja, ich bin halt, ich sag ja, ich will ja jemanden haben, der mich schwängert. Du hättest versuchen können, eine 6 zu werfen. Mein Traum ist es, in einem Gerichtssaal die Gebärmutter, die Fruchtblase platzen zu lassen. Die Gebärmutter was? Platzen zu lassen? Nein, was? Die Gebärmutter platzen zu lassen, die Fruchtblase platzen zu lassen. Hat dein Oller einen so langen Schwengel, dass er die platzen lässt? Ja, nee. Ich hab vorgenommen, das mit dem Richter zu machen. Ich habe einen Richter geheiratet und mit dem mache ich jetzt zusammen immer meine ganzen Fälle. Heißt ja auch Richter mit Nachnamen? Während du dann, also nachdem du dann im Endeffekt zu den Geschworenen Wir heißen hast, Staatsanwalt mit Nachnamen. Platzanwalt. Schuldschein? Schuldschein für Christian. Ach du Schande. Ja, wieso? Ja, meine Hochzeit. Meine Hochzeit ist teuer. Wir müssen ordentlich blechen hier. Ich krieg 100.000 von jedem von euch. Alter. Kannst du mal aufhören, hier uns abzuzocken? Naja, Dafür war das Essen aber ganz schön kacke bei dir. Ich fand das lecker. Na, mega. Ich hab bei Jake gutes Essen. Weißt du, da gab's Gebärmutter. Das war echt nicht lecker. Ja. Eigener Mutterkuchen. Eigener Mutterkuchen. Geil. Ich spiel jetzt hier mit dem armen Christian. Er hat schon so viel gezahlt. Geil. Warte mal, kann ich nicht auch Geld verlieren? Nee. Kann ich auch Geld verlieren? Marathon. Ja, ist okay, ja. Haben kein Leben. Komm, warte, meine 10. Aufwärmtechnik ist. Oh, ja. Ach. Gönnung. Alter, die Anwaltsbitch, okay. Die casht voll ab. Jetzt wird abgedreht hier. Man weiß halt wie, ne? Geld. Nimm mal einen 20. Ja, mach mal eine 2, finde ich gut. Du malst dein Meisterwerk. Ey, da sehe ich mich auch. Oh ja. Eichhörnchen mit Schild in der Hand. Wollte keiner haben hier. Immerhin Zinker. War aber knapp. Der alte Künstler. Kurz vorm Durchbruch. Oh ne, das war nicht gut. Lol. Okay. Lol, das hat gezählt. Als ob. Ist klar. Ah, ist gut. Gibt Geld für mich. Finde ich gut. So, jetzt gibt's Geld für Christian. Alter, verdammt. Zeit für eine Teampräsentation. Wenn ein Spieler erzählt, was Thema eurer Rede ist. Wer hat denn ja am meisten? Da, der. Okay. Was ist denn das Thema eurer Rede? Richtige Aufwärmübungen, bevor man schlafen geht. Oh ja. Geil. Also, vorm Schlafen muss man sich auf jeden Fall dehnen. Nicht nur sich, sondern auch seine Frau oder Freundin. Ist immer wichtig. Ich habe keine Freundin. Ja doch, hast du wohl. Nee, Mann.
Ah, Mann. Nee, du. Ja, den muss, die dann musst du dich halt. Dann musst du dich halt den. Muss ich den, das ist immer ganz wichtig. Ach, kacke, ey, wieso denn eine 9? Auch hart. Ja, mit dem Knie. Wow. Da ist aber schnell entschieden worden, mein Sohn. Ja, ey, echt, ey. Hier kommt mir nichts anderes im Haus, ins Haus hier, auf dem Land, ey. Bau sucht Frau, hast noch ein bisschen Geld verdient, ja, mit? Da habe ich erstmal die Alte gefunden. Sonst wollte mich, ne, leider keiner. Da ist Bade. Nein, das so ist nicht Bauer sucht Frau, das ist die Schwiegertochter gesucht. Wie cool ist das denn? Wams. Der ist der Bauer. Landwirt. Bauer, geil, in dem Spiel. Landwirt. War super im wichtig. Spiel heißt es Bauer. In der Schule, wir hatten auch einen, fünf. Der Vater war wie Landwirt oder die Familie. Und jedes Mal, wenn das Wort Bauer gefallen ist, kam von dem Landwirt. Ja, aber nur weil der Landwirt. Wahrscheinlich hieß einer mit Nachnamen Bauer und er sagte immer Landwirt. Oh, ja, was? Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was da drauf stand. Alter, Bram, dein Geld, du wirst nie anders. Christian. Mehr was haben, oder? Nee, was müssen wir bei dem Stand bleiben? Ich bin auch deswegen grüner. Schüttelt euch die Hände, Christian! Das geht nicht. Jawohl. Das Einzige, was ihr euch schüttelt, ist was anderes. Also, das geht nicht, ich kann nicht würfeln. Achso, du fängst an. Eieiei. Belastend. Oh. Jawohl! 70. Nice, Oh fuck. Oh, Jay dreht wieder voll ab. Verkackt. Jawohl! Da haben wir ja voll den Schwachi da gemacht. Das hatte ich eben auch. Du darfst, also links, rechts mag das Spiel irgendwie nicht. Nee. Boah, direkt. Ach, guck durch. Ja, neues Studium. Nee, Alter. Kostet 100.000. Habe ich zwar, aber Anwalt sein ist nice, wenn man einen Richter hat, der auch noch richtig viel Geld verdient. Power Couple. Kauerpappe. Kauerpappe. Das ist eine Baumart. Die Kauerpappe. Wer kennt sie nicht? Boah. Oh, was? Neuen Beruf fehlen. Oh, was? Fuck. Wow, du hast unterm Schreibtisch gepennt. Ach, bist jetzt Anwalt? Ey, sag mal so. Better Call Saul hat angerufen. Ich hole mir ja schon meine Anwaltsberechtigung wieder. Ich glaub nicht, dass du unterm Tisch gepennt hast. Ich glaube, du hast unterm Tisch was anderes gemacht, aber hey. Ja, mit meinem Richter. Und? Ist doch egal. Das ist mir egal. Pennt ja, sie einfach zum nächsten. Das hat mich jetzt echt ein bisschen. Das hat mich kurz ein bisschen schockiert, aber dann ist das auch wieder verlaufen. Schade, dass jetzt nicht Hausfrau gekommen wäre. Hätte ich auch genommen. Reicher Ehemann. Oh, was geht denn jetzt durch zum Abendessen? Ah, ja, guck mal, Familie schon wieder! Wieder. Hast du zweimal den Preis Familie des Jahres gewonnen. Zweimal in Folge, krass. Aber du bist auch krass. Nicht schlecht. Die moderne Familie hier bei Bram. Achso, ich hab noch nicht mal geheiratet, ey. Nee, jetzt kommt's endlich. Ist mir egal. Christian fängt halt auch erst an, mit 40 zu heiraten oder so. Ist kein Problem. Ja. Hauptsache junge Frau. Ja, also in der Glocke. Wie heißt denn hier der nochmal da in diesem Wendler. Komischen Haus jetzt? Der Wendler. Oh Gott. Ja, wir nennen aber jetzt Christian heiraten. Immer nur noch Wendler. Warum? Ja, weil er so eine 18-Jährige als Freundin jetzt sich angelacht hat. Du jetzt hier eine 18-Jährige geholt hast als Frau. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Okay, vom ach, Geld mal, her. Geil, eine 2. Jawohl. Weiß sehe ich dich. 2 ist schon nice von der Niceigkeit her. Jawohl, falsch gespielt. Alter, what? Bilde mit den anderen eine Formation. Wir machen einen Penis. Ohne mich. Finde ich gut. Ja, okay. Geht ja nicht, du bist doch eine Frau, oder? Oh, 3. Oh, 3 ist wieder ein Spiel. Jawohl. Da sehe ich uns. Ah, jetzt kassieren und Moneten. Ja, und kassieren, das ist cool. Kassieren und Moneten. Das kann ich nie. Das ist richtig cool. Nee, das andere ist besser. Und Jack kann besser fappen als ausweichen. Aber seid ihr auch oben? Oh yeah.
Ich habe mal so ein Fuffi. Ja, wenn du den Fuffi sammelst, ist wichtig, ey. Jo, hab ich. Geil. Oh, oh non, Fuffi! Warum steht eigentlich bei mir zu Hause nie so ein geiler Geldschein? Nein, wie viele Strafen ich habe! Woo! Ja, ich habe die Strafe in Kauf genommen für den Fuffi. Den wollte ich nicht wegkommen lassen. Siehst du, ich bin so schlecht in dem Spiel. Geil. Du kriegst ja eh das, was du da geholt hast. Die haben meine 218.000 auf 200 abgerundet? Willst du mich verarschen? Ja. Ja, das ist schon frech jetzt. Na gut. Hallo, nimm! Ja, Jay hat seine Maus kaputt gekriegt. Ja, Spiel. Ja, klick ich klicke, Mann. Links klick. Klick doch mal. Willst du mich verarschen? Jay mit dem Zeigefinger. Guck mal, machst du gerade Emoji, ja? Ja, da musste ich wohl erst andrücken, scheinbar. Das war wichtig. Wie machst du denn Emoji? Ja, der tappt wahrscheinlich zwischendurch raus. Einen Scheiß tapp ich raus. Deine Mutter tappt raus, ey. Ja. So, neuen Beruf wählen, bitte. Oh. Na, Handmodell. Handmodel, yes. In der Porno-Industrie bin ich ja schon geil. Und, alle klatschen ihre Nachbarn. Eieiei. Ei, ei. Ach so, ab. Hier, du klatschst. So, jeden muss ich nehmen. Komm, rot, 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 ja! Nein! Geil! Warum muss ich als Handmodel denn so viel zahlen? Ach, ja, weil du scheiße warst. Muss es auch schön gefühlvoll machen. Na, ab geht es. Oh, Kinder? Nee, doch nicht. Ach, das ist der Grüne. Hä? Tu mich mal ein Haus. Ein Haus! Oha! Ja, Bram, da sehe ich dich doch, war Ranch. Oh, die Ranch. Ja, sicher. Ranch. 150, da habe ich nur 80. Ranch, it is. Easy! Der Bram investiert da. Oh, das ist nicht gut. Ja, wird direkt mal hinterher gerusht. Der kommt jetzt mit seiner jungen Alten auf die Überholspur, ey. Jung und dynamisch ist er wieder. Ey, was denn jetzt? Ist er jetzt eine junge Alte? Hä? Das ist 18. Ja, die ist ja jung. Und er fühlt sich jetzt auch jung und düst jetzt durchs Leben. Weißt du? Ja. Ist das eigentlich illegal, eine Beziehung zu haben mit einer 17-Jährigen, die 364 Tage schon 17 Jahre alt ist? Ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich ja. Und dann einen Tag später so, ah, alles legal, alles cool. Prinzipiell ist jeder theoretische Case, den du vorlegst, wahrscheinlich illegal erstmal. Okay. Okay, ich lächle freundlich in die Kamera. Nee. Geil. Ja, war nicht gut genug, Bram. Warum? Oh, ich hab doch die Kohle gekriegt. Ja, nur 30. 70? Ich weiß ja nicht, wieso ich lächeln sollte. 70? Ja, Bram hat wieder zu viel sich einen durchgezogen, hat wieder die Zahlen vertauscht. Jetzt hat er 240. Ja, was nehmen wir denn? Studiumweg oder Lebensweg? Boah. Ich sag mal so, eigentlich du hast das Bau schon gar nicht so schlecht verdient, muss ich sagen, an der Stelle. Eigentlich will ich ja... Landwirt. Eigentlich will ich ja... Boah. Ne, ich will bumsen. Ich will bumsen. Okay. Ich hab doch mehr Bock auf bumsen. Meine Kühe sind mir zu wertvoll. Verstehe ich nicht, aber okay. Jawohl! Ja, so, wenn du studieren musst, hast du wieder keine Zeit und so. Das ist alles Kacke. Alter, ich hatte nie so viel Zeit in meinem Leben wie beim Studium. Ja, aber nicht während du noch einen Bauernhof unterhalten musst. Ah. Na, guck mal, er hat 100k, ja, kein reden. Thema. Nicht schlecht. Ein krasser Skateboard-Wettbewerb, Junge. Ja. Läuft auf meinem Bauernhof. Ei. Schön, genau, das Geldfeld. Geil. Ja, kriegst du nix. Mega. Naja, das ist richtig kacke. Ah, ich mach mal einen dicken. Und 9. Jay, du musst klicken, wa? Linksklick ist das für dich. Danke. Muss die Information direkt an sein Nervensystem senden. Ich bin genauso bitter. Alter, kommt der voll ab. Ich esse gerade ein Lakritz, was ich so halte, als wenn das ein Hitlerbärtchen wäre. Geil, oder? Schon authentisch, ja, kann man sich, zumindest. Kannst du dich auf jeden Fall mit identifizieren mit so einem Bärtchen? Ich habe eine neue Glühbirne erfunden, aber Glühbirnen sind auch voll doof.
Eine alternative Energiequelle. Tierfett. Und dreh das raus. Pupsenergie. Drehroten Energie. Ach, Kacke. Genitalwarzen. Was? Ja, die sind sehr energiereich. Wenn man die verburnt, Junge, geht richtig ab. Glaube ich auch, ja. Du musst immer zahlen bei diesen scheiß Drehdingern. Das ist doch doof. Okay. Du bist Gehirnchirurg. Du hast das Geld anders raus. Du verballerst dein Geld 6. einfach die ganze Zeit. Ah, so einfach. Ja, gibt's wieder 6 hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, das sieht gut aus. Sieht die nach Bumsen aus! Jawohl! Ach doch, hier wird gebumst. Zack! Könnte er sich direkt die Blagen, ey. Klar! Das zählt ja wohl. Nein, was? Alter, fick dich, Spiel! Warum zählt denn sowas? Aus Versehen die Maus losgelassen. Ja. Ah, ja, Familie. Er kann nicht richtig klicken, lässt aus Versehen die Maus los. Ich glaube, Jay ist kurz vorm Ende. Warum sollte man einen anderen Weg auslassen? Habe ich mich auch gerade gefragt, warum sollte man den auslassen? Das verstehe ich auch nicht. Weil da. Keine Ahnung. Voll krass ist. Ich komme genau aufs Geld. Nee, doch nicht. Ah, ficken. Mann, zwei Kinder. Im Geil. Krankenhaus wird gefickt bei dir. Ja. Nee, die holen die einfach da ab. Die klauen die Alter, da direkt immer. Zwillinge. Renn, George! Die habe ich mir eingeklagt einfach. Ich musste gar nicht werfen. Meine also Brangelinas Kinder dir eingeklagt, ne? Ja. Boah, scheiß auf Lebens. Oh, scheiß auf Kinder, los. Junge. Bram muss los. Ja. Aber Bram ist ja auch Pilot. Also, er ist ja auch immer unterwegs. Nein, einmal ja, der durch. Eigentlich hat er ganz viele welche, Kinder. Oder? Aber halt nur nicht mit seiner Frau. Drehe für Babys. Fünf. Ja, ist ein weiblicher Pilot. Das ist er eins, oder? Ja, Bram ist auch nur bei Ryanair. Wow. Okay, das war unter der Gürtellinie. Entschuldigung. Ja, fand ich jetzt auch gemein. Ach, ich renn vor dir weg. Schön durch das Land. Mit einer geschmeidigen Szene, ey. Wobei besser Ryanair als Air Berlin, ne? Ich werde einen Spieler für meinen Tanzstil vor. Wow. Komm, seit 100. So krass mit dir, ey. Warte mal, wie geht das hier? Abgemoved habe ich. Abgemoved hast du? Richtig. Wie geht denn hier abgemoved. Der Taucher? Ja, ich glaube, das war der Taucher. Was ist denn der Taucher? Kennst du den Taucher nicht? Das geht halt im Sitzen nur nicht so gut. Dafür kriegst du auch jetzt bin Geld. Ich aber interessiert. Wie geht ja. der Taucher? Kennst du nicht? Wenn du mit der einen Hand so wackelst und mit der anderen Hand und mit der anderen an die Nase. Und dann ja. gehst du nach unten. Ja, so? So? Okay. Ja, ja, kann ich ja nicht sehen, aber ja. Oder so? Sieht ein bisschen aus, im Sitzen sieht das aus wie ein Schlaganfall. Oh nein! Och! Wollte noch und mal. Wie geht er beim Sex, der Taucher? Dann macht ja, sie die Beine breit, ja, oder in deinem Fall R und nimmst den Schnorchel in den Mund und dann geht los. Ja, dann musst du Luft holen. Dann musst du tief Luft ich finde ja, die beste Sexstelle ist immer der Seestern. Aber du machst den, der See, den Seestern mit Stachel, oder? Komm, pick mich doch! Der Seestern ist auf jeden Fall entspannt. Ansonsten auch immer wieder beliebt ist tote Flunder. Was ist das? Tote Flunder. Flunder. Die tote Flunder, ey, heißt auch Kinder, nice. Ich will bumsen! Immer wenn ich die tote Flunder sehe, dann kommen die, werden die Augen groß. Ganz viele Babys! Schmeiß die rein! Ah, Junge. Da wurde gebumst, aber richtig. Das oh, ist nicht gut. Ich finde das ja nicht gut Seppel bei dir, ja. Gemischt geschlechtliche so Familien. Per Jay. Nennt eure liebsten Filmstars und dreht das Rad. Harald Schmidt. Peter Smits. Das ist nämlich ein cooler. Ach fuck, jetzt muss. Nee, ist nicht cool. Sibylle Rauch. Was, Sibylle raucht? Ah. Sibylle Rauch. Hat bei Eis am Stiel mitgespielt. Als Eis. Die kennst du auch nur, weil die im Dschungelcamp war. Was? Ich im Gina Wald. Die kennst du auch nur, weil die im Dschungelcamp war.
Das echt, bei dem Dschungelcamp? Ja. Nee, das ich jetzt nicht. Ja, ja, ja. Ja, das ist aber ja, mittlerweile, ja, mittlerweile ja, ist halt aber so ein Stich ins Bienennest, weißt du so. Ja, das kannst stimmt, du fast jeden so sagen. Harald Junke. Der wäre auch geil gewesen für Dschungelcamp. Stefan Raab, komm, der geht auch noch. Da hätte er endlich mal einen Zug gemacht. So, Jay casht nochmal rein. Ist der nicht schon tot, Harald Junke? Ja. Schon lange. Ja, deswegen, ich frage ja nur. Oder? Alter, ich habe ein schwarzes Baby. Besser glaub als ein rotes. Ja, das ist geil. Keine Schuhe ein, oder? Alter, du hast ja nur Männer gemacht. Was ist denn da los? Ist doch voll geil. Ich finde gemischtgeschlechtliche Paare finde ich nicht cool. Finde ich auch ja nicht cool. Deshalb gibst du mir erstmal Geld, ja? Naja, ist okay für mich. Wir spielen jetzt aber erstmal eine Runde hier ducken und Statuen und kassieren. Statuen heißt das, nicht Statuen. Statuen. Ach, hey, Mann, die 9 Meter muss ich so schaffen, gut, das ist alles. Nur die 9 Meter schaffen. Ja, echt. Ich werde eh wieder erwischt. Ach, komm schon. Ja, ich hab sogar Bram besiegt, Alter! Boah! Wichtigste ist Cash, Junge. Ja, das stimmt, aber ich hab trotzdem schon so einen kleinen Achtungserfolg, den ich jetzt hier hab. Ey, Bram beim Klicken abgewichst. Genau. Okay. Ja, das lassen wir mal so stehen. Ich bin Frau von Welt. Ja, ich muss weiter von dem Spacken weg. Hohe Zahl, bitte. Oh, Scheiße. No. Ich gründe eine Schule. Oh, ihr gründet geil eine Schule. Jeder will da hin. Wenn man eine Alter Schule gründet, kriegt man Geld? Ich dachte, klar. Erziehbare Bramme. Wie im echten Leben. Na, da kriegst du ja gucken, wo der noch ist. Da ganz hinten. Du musst klicken. Linksklick, Bramme. Alter, Christian, spielst du gleich nur noch alleine? Ja. Ja. Aber die 8 ist schon krass. Man vergnügt sich halt mit der 18-Jährigen. Dafür mache ich jetzt erstmal eine Weltreise. Ha, Alter. Wähle einen Spieler. Ist schon der Letzte. Wer ist denn hier im Webramme? Nimm mich mal, der hat schon Jay Haus. Reist doch nicht, Jay hat doch hier Flughafen. Ja, ich hab zwar ein Haus, aber du hast trotzdem viel mehr. Ja, am Arsch. Wir am Arsch, deutlich. Deine du, Mutter du hast deutlich. Du hast ja sogar dann mehr, wenn ich mein Haus zu einem besseren Ding verkaufe. Absolute Traumreise ist gelogen. Caravan, nee. Na, Holland oben. Natürlich, du hast 750.000. Du Lügner. Ach, herrlich. Ja, Bram. Habe ich mir verzählt. Ah, ja. Ah, ja. Ja, ja. Deine Mutter. Habe ich 50.000. Ich muss verrechnen. Bram wieder am Start hier. Mango, do your thing. Geil. Noch ein Kind. Ich habe schon wieder nicht die Kohle gekriegt. Okay, das Kind steckt im Auspuff drin. Ich bumse die alle weg. So, noch ein Kind. Ah, ne, da bin ich. Ich dachte, ich war blau. Scheiße. Jawohl! Hier kaufe ich mir erstmal ein Häuschen. So, jetzt habe ich nämlich auch so viel wie Bram danach. Oh ja. Ja. Jetzt habe ich weniger als Bram. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Hallo, natürlich, ich hab 900.000, das ist viel weniger als 800.000. Was ist, ist die Lüge-Challenge heute, oder was? Ah, bleiben wir da stehen, wir wollen keine Karten ziehen. Da casht der voll rein. Siehst du, ich hab weniger als Bram, sag ich doch. Oh nee. Nicht so eine. Nee, das ist auch noch gelogen, Jay. Du hast immer noch mehr. Nee, hab ich gar nicht. Ne, gerade hattet ihr beide gleich viel so von der Zahl her und es war trotzdem gelogen. Bram hat mehr Karten als ich. Das weiß ich nicht. Das weißt du gar nicht. Natürlich, das siehst du doch da unten. Während er Brams nicht dran Kartenstapel ist. Ist größer als meiner. Meiner ist genauso groß wie der von Sepp. Ich krieg ein Mädchen. Bist du sicher? Sicher? Woher weißt du das denn? Weil das auf der Karte steht. Oh. Geil. Diese moderne das Technik, schuften. Das ist auch ätzend. Früher hat man sich noch beschissen. Ja. Hä, aber warum ist das Feld denn dann rosa? Hättest du gern, wenn das ein Mädchen wäre. Vielleicht, obwohl, du musst nachher die Umoperation bezahlen. Ja.
Ja, Geld. Geld schmelt und ein Labyrinth. Ja, klar. Nimm ich. Aber was befindet sich auf meinem Acker? Ich bin der Typ, der das Maislabyrinth hier in Twisting hat. Warum verkackt der denn? Ja. Klicken, drehen. Schwere Sachen, ich weiß. Mechanisch herausfordernd. Ja. Das ist echt schwer. Oh, ein Rätsel. Ah, endlich. So. Bram wegen Lügen hops genommen. Du hast immer noch mehr. Was? Ja, und? Dauerhaft. Oh, egal. Deine alles Mutter. Alles Bram beklaut, die Sau. Alter, weg von dem Spaß. Verklagt. Sauerei, ey. Finde ich nicht. Ohne Riss kein Spaß. Ja, mit Abstand am wenigsten Geld von allen. Ist 4 gut? Keine Ahnung. Ne, 4 ist nicht gut. Oh oh. Oh oh. Immer noch weniger als Bram. Dein Kind fällt aus dem Auto. Ja, warum steht das so nicht dran? Du dein Kind stirbt. Das ist ja das Spiel des Lebens. Eigentlich sollte es auch Schicksalsschläge geben. Ja, so wie im echten Leben. Ja, hier hat man nicht jeder nämlich zu verarbeiten irgendwie. Deine Eltern ziehen bei dir ein. Yay. Zahlen 100.000. Wittgen. Oh, 1, oder? Nochmal ein Jung. Ja, Jungen! Hä? Bei mir war das pink. Nee. Bei mir ist das ein Junge. Nur weil das pink ist, kann es doch trotzdem ein Junge sein. Ist das divers sein. Oder was ist das? Je nachdem, ja, aus welcher Richtung man kommt. Was ist das für ein Gender-Judging von dir? Guck mal, geht's Alter, bei mir ist das ein. Nein! Bei mir sind die. Da ist ein Junge. Du hast 2 pinke. Du hast 2 nee. Pinke und einen blauen bei mir drin. 2 blaue und ein pinkes. What the fuck? Spielst asynchron. Hör mal auf, die Geschlechter meiner Kinder hier in Frage zu stellen. Ja, echt mal. Sepp hat bei mir 2 blaue und 2 pinke. Ja, das hab ich auch. Okay. Komm hier, Mensch! Der hat 3 pinke und einen blauen bei mir. Kann gar kein Instrument spielen. Nice. Ja, stimmt, ich habe eigentlich 5 Kinder, ne? Oh, die 5 kommt echt häufig hier rum, ey. Und ist schon durch, Erstmal überlegen. Ja, guck mal, Bram steht auf dem einen nicht direkt, Mann. Das dauert immer. Keine Ahnung. Nehme ich die Kohle jetzt oder nicht? Das ist super dumm. Ja, die 5 ist gar nicht besser so schlecht. 5 ist besser als 4. 5 ist grün. Ja, ui, 300.000, Alter. What? Alles klar. Das ist krass. Jade ist einfach wieder blessed. Ja, Jade immer noch am wenigsten ich Geld. Ich hab einfach wieder das wenigste Geld. Best Fans. Ja. Grazie ragazzi. Best Fans. Ja, kauf dein Haus, Bram. Ja, warum soll ich das tun? Hier in beiden Fällen mehr. Egal, ist mit dem Penthouse. 50 das mehr. Ist gut, ja. Das stimmt. Aber so ein Penthouse steigt ja auch immer im Wert. Ja. Ein Keveler auf jeden Fall. Ein Keveler. So, gibt's da ein Penthouse? Ja, so bestimmt. Nur direkt gegenüber von der Basilika. Ja, ducken und kassieren. Ja, ducken und kassieren. Das ist super. Hat nicht fast jedes Haus ein Penthouse mittlerweile? Nee, nicht jedes. Wir haben das. Eine Dachgeschosswohnung ist ja nicht direkt ein Penthouse, ne? Ja, das ist schon eine Definitionssache. Oh, da ist der Fuffi direkt! Mit den 10er verpasst. Oh, das war dein Fuffi. Oh, fuck. Panisch nach rechts gezogen. Oh nein! Da hab ich ihn verpasst. Oh, wieso ruckelt denn das? Aha, Boss hat einen richtig geilen Rechner. Wieso kommt der 50er jetzt wieder so? Oh, was ist denn da los? Wieso ruckelt denn das jetzt so? Oh, Mann! Ich hab wieder das wenigste Geld eingesammelt. Oh, Mann! Aber ich meine die Fuffis. Ach, fick mich hart, ey. Aha! Ich hab auch die Gicht. Ich bin gleich geblieben in der Leistung. Auch im hohen Alter kann ich mich immer noch ducken und kassieren. Ach, Geldgrabschen krieg ich immerhin. Ja.
Ach man, ey. Geil, wenn haben wir so früher in der Schule manchmal gemacht. Einfach so ein paar Pfennige auf den Boden geworfen und dann geguckt, wer sich drum prügelt. Das war entertaining. Ich wäre dabei gewesen. So ein Geldtransporter, der mal einfach so in die Luft liegt vor einem im Haus. Das wäre geil. Ja, ey, Bram, machen. Ich komm, hab wenigstes Geld. Du hast halt wenigstes Geld, du bist die ärmste Wurst hier. Wessen Rakete fliegt höher, Bram? Dein oder meine Rakete? Ich bin immer ein Pilot, ja. Ach was? Ja, ich glaube, deine Rakete fliegt auf jeden Fall höher. Selbst Rakete ja, fliegt nicht so. Auch stand da nicht 10? Achso. Ja, 10 pro Zahl. So, jetzt ne? Ab in die Heimat. Nee, das pro Zahl gibt es ja nicht. Okay, dann geht's noch nie in die Heimat. Oh, wir zocken noch eine Runde. Das ist ja irgendwie falsch übersetzt. Ein bisschen Statuen. Also, so viele Spiele haben wir noch nie gespielt, glaube ich. Komm schon, ey, ich will nicht erwischt werden schon wieder. So, jetzt, Bram. Er spielt ja nicht ein Einstehend bei uns, ey, Bram. Jetzt müssen wir herausfinden, wer der Statuen-Weltmeister wird hier. Scheiße, muss ich. Du bist der Einzige, der natürlich zählt. Geht nur darum, eine Kohle zu verdienen. Ist mir scheißegal, welche Leistung du hast. Mir geht's da um einiges. Oh nein! What the fuck? Ach, wie asozial. Ich bin verkickt. Starke Leistung hier. Krass, wir sind gleichzeitig angekommen. Bram, ey. Gib mir nur noch, wer wie viel Geld hat hier. Die Weltmeisterschaft nice. Nehme ich natürlich gerne an. 0 Euro ist bitter. Bram hat immer noch mehr Geld als ich. Krass. Ist ja immer noch der Ärmste. Ist ja richtig, dass du fast 2 Millionen unten Haus hast. Ja. Ja, aber Bram hat ganz Haus viele Häuser. Und er versucht sich halt vorhin mit den Anschuldigungen jetzt rauszureden, die ganze Zeit mit ins Lächerliche zieht. Mann, ist Bram gleich schon durch. Also. Ja, Bram, der verteilt gleich die Häuser. Erstmal eine entspannte 3. Wie ich überhaupt? Alter. Jeder muss ja wissen, ob er mit seinem Leben zufrieden ist. Ne? So als Anwaltsschlampe, weiß ich nicht. Ich bin zufrieden. Ja, ich glaube, ich verklag den Anwalt. Dann finde ich gut. Ich gewinne. Was ist das denn, ey? Mein Mann hat irgendwie versagt. Der hat einen Zittring mittlerweile scheinbar. Oh, noch eine 1. Zitron. Zitron. Kaufen! Boah, wie, da ist jetzt nicht auch so ein geiles Haus bei wie bei euch. Das ist der Tipi. Ha! Ach, komm. Ja, Hausboot. Klar, geiler Hausboot. Er ist echt ein Bauer. Eigentlich cool. Hättest du bei dem anderen nicht 130 kriegen können? Boah! Da überholen wir nochmal den Bram kurz zum Ziel. What the fuck, Jay? Was geht denn jetzt hier noch? Ja, weiß ich auch nicht, weil ich hier gerade los habe. Ich glaube, ich will in die Rente. Ja. Ja, spreche nochmal schnell. Ich will nicht falsch hier im Springen. Kurz vorm Ende. Alter. Ey, wenn du eh kurz vorm Abnippeln bist, dann kannst du dir auch überlegen, jetzt ist eh egal. Das stimmt. Ja, wann gehen wir denn? Da gab es doch irgendein. Oder war das egal? Ich weiß das nicht mehr. Wir vergessen das jedes Mal. Wir haben das einmal nachgeguckt. War das Landhaus hier nicht für Leute mit vielen Kindern oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht der Vulkan ganz schön das ab. Das weiß ich auch nicht mehr. Mal gucken. 1, 2, 3, 5. Riskant! Oh! Eine gute Idee war. Ja, gucken wir uns das mal ganz kurz an. Und eine 2 ist okay, da krieg ich erstmal Geld. Achso. 200.000. Hä, nice. Hey, warum kriegst du dafür nur 200.000? Anscheinend sind die unterschiedlich, die Felder. Krass. Da können wir noch was kaufen. Oh, mit einer 4? Können wir da noch was machen? Geht da noch was? Nee. Okay. Ja, ich bin ja ein Bauer und weil der Bauer nicht kennt, das mag er nicht. Und deshalb nehmen wir mal den sicheren Weg. Ja, ist wahrscheinlich smart, weil eine blaue schon eh voll ist. Genau, dann wäre ich nämlich jetzt auf Rot gelandet. Nee, auf Gelb zumindest. Oh! Oh! Hier, nimm mich, ich hab das wenigste Geld. Scheiße, ich hätte nicht in den Milden erst wieder gehen sollen. Bram, als ob das einen Unterschied macht. Macht das. Und welchen? Was denn? Ja, Mann, lass mich kurz hier abdrehen. 6 ist nicht so gut. Oh, Bram! Ja! Bitteschön. Also, in den Millionärsfehler geht man nur, wenn man der Meinung ist, dass man am meisten Geld hat.
Okay, also sollte Jay da reingehen. Aber ich hab nicht das meiste Geld. Ja, dann geh ins Landhäuschen. Hä? Also entweder verliere ich oder ich gewinne, oder was? Warum sollte man nicht einfach dann immer bei uns in die Millionärsvilla gehen, weil es doch scheißegal ist, wer zweiter ist. Scheiß drauf. Weiß ich nicht. Kannst du dir, dass das Brettspiel ein bisschen komplexer ist als... Kann ich mir gut vorstellen. Oh, vielleicht bist du danach einfach irgendwie... Wirst du danach gelünscht oder sowas. In den richtigen Regeln. Ohne 10. Ich würde gerne ins Altenheim. Ja. Ich habe nämlich gehört, dass man im Altenheim echt viel Sex hat. Echt? Von wem? Von einer Ärztin. Die gesagt haben, dass die Rentner, sehr viele Rentner da immer mit Geschlechtskrankheiten aus dem Altenheim kommen. Was? Ja, ist kein Scheiß. Die bumsen, weil da Zeug hält da. Die haben ja nichts anderes zu tun. Ja. Das scheint so dann hast du Zimmer, Zimmer an Zimmer hast du, siehst dich den ganzen Tag. Ist halt auch noch so eine Frage. Ja, wie, da geht rein doch und ab geht die Post. Ja, richtig. Mittlerweile kannst du ja Abhilfe schaffen. Nennt eure liebsten Filmstar, das hatten wir schon. Aber eine rote Zahl hätte ich trotzdem nichts gegen. Nein! Ich nehme Willem Dafoe. Ja. Schade. Ach so, liebster Robert Filmstar? Downey. Ja. Menowin Fröhlich. Sehr schön. Hat er in dem Film mitgespielt? Also bis zum Landhäuschen bekommst du jedes Mal, wenn einer über das Gehalt fährt, noch dein Gehalt. Was? Ja, Moment, ihr kriegt doch immer nur der Gehalt, der da drüber fährt. Ja, aber das steht dann nicht so. Also pass auf, hier steht. Ich glaube, das Brettspiel geht echt anders. So, fahren Sie zum Landsend, erhalten Sie bis zum Ende, spielt Sie Gehalt. Jedes Mal, wenn ein Spieler sein Gehaltsfeld passiert. Aber jetzt bei zwei steht... Hör auf, zwei entscheiden sich zur Villa weiter... Oh, muss ich drücken? Ne, Entschuldigung. Entscheiden sich zu Villa weiterzufahren, erhalten sie die dort liegenden Lebensstilkarten. Da liegen wohl welche drauf. Zwei Stück laut den Spielregeln. Okay, zunächst aber warten sie bitte, bis alle Mitspieler das Ende erreicht haben. Vorsichtig, parken sie in der Villa, wo übrigens mehrere Mitspieler parken können, können die sich auch an den Karten bedienen. Eigentlich müsste also Christian jetzt für den Joke noch ein Meisterbarin vorher einmal ins Landhaus gehen, um zu gucken, wenn Sepp über das grüne Dings geht, ob das wirklich hier auch zählt. Ne, glaube ich nicht. Ich glaube ja auch nicht. Ist hier echt egal. Also, weil du hast noch nie eine Villa-Karte gekriegt. Nee, ist halt auch so. Aber ich hätte halt einfach nur interessiert. Aber jetzt ist vielleicht sollte er doch selbst im Zweifel machen, wenn Christian lecker braucht. Wie groß ist denn so mein Schatz? Ja. Groß. Mein Schatz. Meiner ist klein. Meiner ist 8. Ja, dann mach 8. Meiner war nur 5. Ja, Sepp, du bist dran. Ach so, lol. Ach, das muss jeder. Ich dachte, Christian muss halt nur, ja, komm, easy. 9. Ich hab den größten Schatz. Du! Oh nein! Oh nein! Warte mal, ein Vollspeed, Junge. Oh nein! Ohne Anlauf rein. Ah, doch nicht. Jetzt können wir gar nicht testen. Nee, können wir auch mit dem scheiß Landhaus. So eine Kacke. Da, hier, komm, bums mich. Das ist jetzt belastend. Nein! Aber die Lebensstilkarten gibt es ja auch nicht, wa? Nee, also ja, auf halb. Der Millionärsvilla. Guck mal, Bram. Nee. Ich glaube, das macht echt gar keinen Unterschied. Das glaube ich wohl auch. Jetzt können wir das nicht testen mit dem Landhaus. So eine verfickte Kacke. Das ist noch nie einmal aufgefallen, ne? Dieser Vulkan, warum geht der eigentlich so ab? Ich würde da nicht wohnen wollen. Ja, klar, easy game. Kriegst du ja mal warme Brötchen zum Frühstück. Na, 1! Jawohl! Deswegen macht man das. Ja. Mega. Ich gehe natürlich ins Landhäuschen als Bauer. Sepp noch später ankommt als Christian, obwohl der Christian am Anfang so lange gebraucht hat, ey. Ja, ich habe viel zu viel Achten rausgewürfelt. Ja, ich habe auch so viel Gepäck dabei mit meinen 8 Kindern da. Ja. Du kriegst halt für das erste Ankommen. Da kriegst du auf jeden Fall mehr Geld. Ja. Und zwar 400.000 für den ersten. Und dann 100.000 weniger für jeden weiteren. Ja. Ja, das ist ein Unterschied. Das war dann auch.
Jetzt kommen die Bram darf drehen. Das ist wieder irrelevant. Jetzt brauchst du wieder schwarz, sonst brauchst du mal rot, um Geld zu kriegen. Ja. Richter! Hier kannst du drehen, was du willst. Na, ja, schwarz wird das immer Geld. Gewesen. Schwarz ist schon besser. Ja, ja, klar. Alter, der Bram ist reich, Mann. Ja, gib mir die Inselresidenz hier. Schwarz jetzt, komm! Rot, Papa braucht ein neues Paar, rot. Fick dich! Ja! Papa braucht ein neues Paar, fick dich. Ich kann auch was, stimmt, ich kann auch was verkaufen. Ja, das wird schwarz. Wie meine Seele, oder auch nicht. Schade. Siehst du selber, wir haben weniger Geld als Bram. Okay, was kommt bei mir? Hier, Hausboot, ja, kein Thema. Selbst wenn das untergeht. Nee, tut's nicht. Nice. Immer. Geil. Kommen jetzt die Kinder ran? Jetzt kommt die Karten. Ja, Bram hat schon ordentlich gesammelt. Ich wollte sagen, davon habe ich jetzt nicht so viele. Sieben, oder? Nicht so viel. Ja. Du bist auch. Jay war doch am Wein, dass Bram mehr hat, oder? Ich bin noch aufgeholt. Hat er auch. Ich habe auch nur sieben. Ich bin auch richtig scheiße. Ja, hallo. Da kannst du auch nehmen. Ja, ich wollte mir die 500.000 noch ein bisschen halten. Mehr angucken. Finde ich schöner. Katsching. Das ist wie Musik in meinen Ohren. 11. Ja, das wird nicht reichen, um quasi 800.000 aus dem Luxusloft wert zu machen. Ja. Ah, hört gar nicht mehr auf! Eine Runde, ey. Alter! 12! Aber gut. Und die Kinder geben nur 50.000, das ist so lächerlich. Die sind viel wichtiger als diese scheiß Karten. Aber die Karten geben noch mehr Geld, also sind die Karten noch wichtiger. So, bei mir sind da jetzt 3 Jungs und ein Mädchen reingelaufen. Ja, bei mir sind da nur blaue reingelaufen. Ein Mädchen. Junge. Okay, wenn da 2 Mädchen, ein Junge. Mädel, Junge. Mädchen. Ja, komm, lauf schneller, schrei nicht so. Mädchen. Okay, bei mir gab's auf jeden Junge. Fall viele Umoperationen. Geschlechts-OPs. Das war's, oder? Ja, ich hab meinen Schuldschein von Anfang. Ja. Stimmt. Weil ich Jays Hochzeitsgeschenke bezahlen muss. Ja, da ist auch richtig so. Ich erwarte auch eine Menge. LOL! Gewonnen! Easy! Siehste, sag ja, ich doch. Jay bezwungen! Ich habe auch Jays, gewonnen! Jays, nee, du bist also, Zweiter. Jay ist Zweiter. Geld. Du hast weniger Karten. Am Arsch! Lol, wie knapp das war vorne. Holy shit. Alter, krass. Bram hat auch nur ein Quatsch. Nee, Christian auch nur 20.000 weniger. Holy shit. Ja, Jay. Heftige Sache. Ja. Jetzt wäre die Karten und die Kinder dann ist er wahrscheinlich doch Erster. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Bauer gewonnen! Und wichtig ist natürlich, ihr habt erkannt, Jays Mathe-Kenntnisse sind phänomenal. Ja, sicher. Bis dann. Ja, sicher. Tschüss. Ciao. Tschüss.